Hallo und herzlich willkommen hier zum weiteren Folge hier auf dem Arsch. Letzte Züge der Ernte auf Feld Nummer 21. Wir werden hier noch ein bisschen kurz zurückstoßen, ne? Dass die gute Frau wieder auf die Spur gehen kann. Ne? Klappt ja im Allgemeinen jetzt schon. Jetzt steht an Strohsammeln. Strohsammeln auf Feld 50. Problemballen, die müssen weg. Kühe haben Futter, Schweine haben Futter. Dann machen gleich Schweine Wasser, das ist gleich günstig, sind gleich hier vorne. Der andere Stallkühe muss auch noch Futter haben. Das machen wir auch gleich, bevor wir Stroh fahren. Sonst. Wir wollen ja, dass die Kühe nicht verrecken, ne? Das ist große Hitze zurzeit. Wenn man uns sieht, 33 Grad, da müssen die Tiere Wasser haben. So, ich kann rüber hoch zum Hof. Und. Ja, wir fahren, ne? Das heißt, gehen wir an Graben Bahn, ne? Fische? Keine Fische. Bei uns waren das auch so kleine Tiere, also Fische gewesen. Karauschen oder sowas, keine Ahnung. Ab und zu mal so ein Silberreiher gesehen. Auch schon lange her. Im Teich haben ja auch mal Karauschen gelebt, aber ich glaube, die leben nicht mehr. Alles verschlammt. Früher zu LWG-Zeiten wurde es mal ausgebackert. Ab und zu mal. Das ist heute nicht mehr drin. Das ist. Dafür hat die Kommune kein Geld. Ne? LBG hat das früher gemacht, also ohne Anstand. Ne? Das war. Ja. Das war das, was sie halt gemacht haben. Ne? Also die für die vor Ort, die Menschen haben sowas getan. Ne? Da haben sie nicht gefragt, das muss bezahlt werden. Die haben es getan. Ne? Das war. Sicherlich war das mit eingeplant, irgendwo auch mit finanziellen Mitteln, aber. Heute ist es ja unmöglich, ne? Der Zusammenhalt war früher besser. Weil jeder wusste, er braucht jeden, ne? Und heute ist es anders, heute ist es so. Egoist, Ellbogengesellschaft. Das hatten wir früher nicht gehabt. So, der Aufsteigen nicht. Gas geben. Stroh wäre jetzt nicht so wichtig, dann werden wir eher auf Kühe gehen, glaube ich. Gut, lassen wir stehen. Wir müssen Stroh holen vom Feld 50. Bei den Schweinen wollen wir Stroh holen. Hier. Die LKW jedenfalls. Dann fahren wir auf Feld 50. Und da ein paar Strohballen. Die können wir gleich hierher fahren. Und dann können wir immer noch heute Abend noch Stroh den Tieren verteilen. Ne? Ist hier auch mal eingesät worden oder sind hier nur gegruppert worden? Der nächste ist voll. Das gibt's doch gar nicht. Kommst du zu nix? Dann dürfte bald fertig sein hier. Ist fertig. Dann können wir hier mal entsprechend abschließen. So.
Jetzt löschen wir nicht. Dann glaube ich nochmal kurz laden her. Achso, der LKW ist aber anders, ne? Da schon, der ist schon ein Stückchen gekommen. Uhrzeit, Folge Nummer 4 und Viertel 7. Naja, ich habe trotzdem gut geschafft heute. Also, und 5. Und halt viel Arbeit, ne? Jetzt können die Produktion ein bisschen was herstellen, also mehr Pellets verkaufen können. Und entweder Stroh oder Heu oder so, ne? Eine Sorte hat, nicht mehrere. Das Heizkraftwerk nimmt nicht alles. Das heißt, wenn wir extra fahren zum Bahnhof und so. Wir haben einen Flieger gemacht, Junge, die Rampe hier, die Skischanze hier im Norden, ne? Der Rechner geht gerade, ich sehe gerade den Lüfterlauf, hör den Lüfterlauf. Gut, mit Eintracking kann man nicht gucken, da geht man nicht nach rechts. Wir müssen nämlich die ganzen Ballen, die außen herum jetzt liegen, wegräumen, damit er beim Wenden nicht immer auf dem anderen Ballen sich raufbockt, ne? Zumindest die erste Reihe hier. So, das eine war ja drauf gewesen, ne? Aber so ist es halt, ne? So, jetzt die anderen da hinten noch. Zack, zack. Das sind diese Problemballen hier. Doch einer noch, den wir mitnehmen. Ja, ich wollte schon gucken wegen neuen Rechner, aber aktuell war das nichts. Zum einen zu teuer, zum anderen gibt keine 3080 oder 3090, da kriegst du das Zeug gar nicht. Das ist eine schwache Kühe. Gut, jetzt haben wir die Problemballen weg, jetzt können wir gleich die nächsten nehmen, ne? Früher haben sie mal Strommieten beim Feld gemacht, ne? Und sind später mal nach und nach geholt. Wir hatten doch etliche Ställe so da. Die haben doch schon Stroh verwendet, ne? Jo, so ist das, ne? Aber zusammen. Wenn wir die nächsten Tage noch Heu machen wahrscheinlich für ja für Kühe, ne? Und Pellets wahrscheinlich, wenn das Wetter so zusagt hier so trocken ist, dann können wir ja rund 1 Milliliter ja im globalen Markt Quatsch hier in links reinfahren, ne? Pelletsfabrik. Heupellets ist eigentlich ganz gut bezahlt, ne? Aber das war Zukunftsmusik, das ist mal schauen. Stroh haben wir in Massen da, ne? Aber wie gesagt, das hier haben wir viel Getreide. Mal sehen, dass ich jetzt vielleicht machen wir auch viel Raps, ne? Und nicht gar kein Getreide. Also kein Weizen, kein Gerste. Mal sehen. Wir werden mal ganz groß Dings machen hier. Dieselherstellung. Biodiesel.
wenn wir richtig dicht herangehen, ne? Wir haben ja kein LKW. Ja, das ist Haferstroh, ne? Das ist ein bisschen normalerweise anders wie jetzt normaler Stroh, ne? Also ja, normal, Weizen oder Gerste, ein bisschen, naja, mehr weiche Anteile, ne? Also zum Füttern ist es besser. Aber Hafer bringt nicht so einen hohen Ertrag wie Weizen, ne? Deswegen ist das immer eher lieber Weizen. Auch um die nötige Menge zu haben, ne? Wahrscheinlich schmeckt Weizen auch besser als Hafer. Im Brot, ne? Wahrscheinlich, weiß es nicht. Keine Ahnung, Brot gegessen. Ich kenne sowas gar nicht. So, ob das sowas überhaupt gibt, keine Ahnung. Wir hatten früher Haferflocken zu Hause gehabt, das war aus Hafer. Wahrscheinlich gepresst und getrocknet, keine Ahnung, wie es funktioniert. Eher für die kleinen Enten und Küken als Zufutter gehabt. So. Meine Oma hat mir ganz gerne dafür Brennnessel genommen, hat sie gesammelt, also gepflückt und klein geschnitten und dann vermengt ein bisschen Wasser und Haferflocken. Und da bekamen die kleinen Enten zum Futter und sowas. So, ne? Nur die kleinen. Die großen haben den ja, die mussten mit Gras zurechtkommen. Und ein bisschen Getreide. Ich vermute mal ganz stark, das war eher so. Ja, auch peppeln kann man sagen, ne? Widerstandsfähig machen gegenüber Krankheiten, da ja Brennnessel sehr vitaminreich ist und Haferflocken sehr energiereich ist, ne? Also das sind entsprechend schnell wachsen, ne? Deswegen, solange sie klein sind, sind sie empfindlich, ne? Also Regen und so, das kühlere Tage im April und so, ne? Und die Enten, die sterben im Prinzip, ne? Also unter Kühlung. Wenn du da nicht zu Hause bist und nicht ein bisschen Stall bringen kannst, wenn mal Regen aufkommt, ne, das ist ungünstig. Also, ich meine, wenn du Muttertier dabei hast, geht es auch noch, dann die schützt, die wärmt die im Prinzip, ne. Und dann bringt sie in den Stall rein. Das geht, das kommt auch vor, ne. Aber wie gesagt, kleine Enten sind empfindlich. Also, dazu sagen, meine Oma hat früher im Stall gearbeitet. War so am Tage sehr viel zu Hause, ne? Es war halt flexibel, ne? Das heißt, ich wurde gefüttert früh, es wurde mittags gefüttert und auch ausgemistet. Und dazwischen war sie halt zu Hause, ne? So, sind wir jetzt im Hof, ne? Die Garten wird noch reinpassen. Bei den Schweinen. Dann fahren wir da mal hin. Hätten wir andere Straßen nehmen können. Ist egal. Aber hier ist Stroh, Stroh. Von daher ist das im Grunde. Als Einstreu. Ist es egal. So, die Presse arbeitet auf Nummer 50. 13 habe ich keinen Kurs. Aber wie gesagt, ich habe so viel Stroh, da ist nicht ganz so dramatisch. Und alle schaffen wir jetzt auch nicht, das ist noch immer zu. Ich glaube 18 war auch noch Stroh. Strohballen und auf der hier auf der 2. So. Wir gleich mal Stroh den Tieren geben. Schweine und den Kühen. Na, lass die Sachen dran, ne? ja, gut, gerade so. So.
Und alle weg. Gut. Beziehungsweise nicht gut. Wir müssen weiterfahren. Blatt schaffen. Jetzt tauchen sie auf. Das wollte ich sehen. Wenn wir den Traktor nehmen, der gerade im Stall Nummer 2 ist. Kühe. Und wir werden mal Stroh geben. Wir werden jetzt nicht bahnen, wir vorbeilaufen, ne? So Zeit haben wir nicht. So, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Es ist schon Zeit abgelaufen. Dann seid mal ein Tschüss, ciao. Und nochmal ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen, fürs Abonnieren, Liken und Kommentieren. Ja, morgen geht es hier weiter. Stroh geben der Tiere mit Anhänger und Traktor. Ne? Tschüss.